Jeder Tag ist ein Tag voll Sonne und Glück. Herrliche Pisten, strahlender Sonnenschein warten am 15. März für die Kitzbüheler Pensionistinnen und Pensionisten. Und dass unsere Pensionisten auch sehr sportlich sind, das sieht man, wenn man sie anschaut, wie sie in den unterschiedlichen Gruppen ordentlich die Piste hinunterfetzen. Manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen gemütlicher. Aber das Ziel dieses Pensionisten-Skitages ist es, einfach einen tollen, erlebnisreichen Skitag zu haben. Die Leute haben sich viel zu erzählen, sie plaudern von den alten Zeiten und haben einen unheimlichen Spaß dabei. Die eine oder andere Gruppe macht schon mal einen Einkehrschwung, die anderen fahren durch bis mittags, wo sich dann alle wieder treffen zu einem gemeinsamen Mittagessen. Und es steht fest, alle kommen sie gerne zum Kitzbüheler Pensionisten-Skitag. Also der Tag Ernst ist heute wie gemacht für einen Kitzbüheler Pensionisten-Skitag. Du bist ja der Initiator von dem netten Skierlebnis für die jung gebliebenen Kitzbüheler. Ernst, erzähl uns bitte mal, wie ist denn eigentlich dazu gekommen oder wie bist du auf diese nette Idee gekommen? Ja, ich weiß eigentlich auch nicht. Mir ist halt einmal eingefallen, man sollte eigentlich die alten Menschen, die alten Leute, oder sollte man eigentlich nicht ganz vergessen. Weil die sind ja diejenigen, die was eigentlich für Kitzbühel den ganzen Aufbau mitgemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, könnte man eigentlich einmal so einen Skitag einführen. Und das, so wie das ausschaut, ist eigentlich das recht gut gelungen oder kommt gut an bei den Leuten. Heuer haben wir wieder 70, also das ist sehr erfreulich. Und die Zusammenarbeit gefällt mir so gut. Also mit der Bergbahn AG, Stadtgemeinde und Tourismusverband. Und die Bergbahn bringt die Karten oder gibt uns die Karten, die keinen Skipass haben, weil es ist auch sehr erfreulich, wo die 70, die was heute dabei sind, haben 55 eine Saisonkarte. Und da sieht man eigentlich, dass die alten Leute, die alten Menschen aber nur sehr begeistert sind. Und ich glaube, das ist auch für einen Ort oder für einen Bürgermeister sehr erfreulich, wenn die älteren Menschen noch sportlich ein bisschen betätigen. Weil sie sind immer doch ein bisschen Vorbilder für die Jugend. Lass die Sonne wieder scheinen, lass die Wolken weiter ziehen, lass die Tränen alle weinen und die Welt wird wieder schön. Hier ist ein strahlender Skitag. Ist es so, wenn Englein auf der Piste sind, dann muss die Sonne scheinen? Genau, du sagst es richtig. Wenn die braven Leute unterwegs sind, dann muss Ski sein. Ja, und einen richtig schönen Skitag habt ihr euch heute verdient. Wir haben gesehen, es sind wieder wahnsinnig viele Pensionistinnen und Pensionisten dabei, wenn sie es ruft zum Skifahren. Ich muss sagen, ist aber ein gewaltiger Tag. Wenn wir den Skitag machen, da kommen dabei so gute, alte Kameraden, Freunde. Das ist gewaltig. Es ist sehr nett beim Umfahren, man hat es ja schon gemerkt, die Pensionisten sind ja wirklich nur schneidig auf dem Ski. Die fahren alle super, weil ich glaube, dass da jeder relativ viel Ski fährt, allein Ski fährt. Da hat jeder fast einen Pass, Skipass, und da wird viel Ski gefahren und die fahren sagenhaft Ski. Weil mein Nachbar da, nicht, wenn Mitte 80, der wedelt umeinander, der Lois ist ja sagenhaft. Den Lois werden wir uns dann noch ein bisschen anschauen und werden wir dann einmal zu einem Gespräch bitten. Aber hier ist, was ist eigentlich das Ziel des heutigen Skitages? Das ist, weil man sie ja das ganze Jahr fast nie sieht. Und das ist der einzige Tag, wo man wirklich wieder mal den, was man jahrelang nicht gesehen hat oft, oder das ganze Jahr nicht gesehen hat, und da trifft man sie wieder, da kann man wieder alte Sachen aufräumen und was man gemacht hat im ganzen Winter. Und das ist immer schön, wenn man da wieder so diskutieren kann. Das heißt, es geht also heute nicht nur um Sport, sondern auch ein bisschen um Spaß und Gemütlichkeit. Genau. Hauptsächlich, glaube ich, ist die Gemütlichkeit und der Spaß und dass wir beieinander sind und dass wir wieder miteinander richtig hangeln können. Und ruhend im Tal, da hört die Liebste sein Signal. Von Ferne und ganz leise. Also ein Pensionisten-Skitag, herrliches Wetter und einer darf natürlich nicht fehlen, das ist der Vötter Lois. Lois, du bist jetzt schon immer dabei gewesen, wenn es heißt, auf geht's zum Pensionisten-Skitag. Ja, jeden Pensionisten-Skitag war ich dabei.
Und du bist unter der Führung von Hirsleitner. Ich habe schon gehört, Lois, du hast ja immer ganz eine ehrenvolle, wichtige Aufgabe. Du warst ja immer der Nachtreiber in der Gruppe. Ja, war immer. Bis auf heute, weil man zwingt sicher, so sie dieser Nonne nicht war. Jetzt fährst du gleich an zweiter oder dritter Stelle. Und du bist ja nicht nur ein Fan vom Pensionisten-Skitag, sondern du hast mir erzählt, du gehst fast jeden Tag Skifahren, Lois. Ja, ich gehe, wenn ich komme, jeden Tag. Ob Sturm oder Schneip oder Regen. Das heißt, für dich ist kein Wetter zu schlecht, keine Piste zu hart, du bist ein leidenschaftlicher Skifahrer. Ja, leidenschaftlich. Jetzt fahre ich schon 82 Jahre Ski. Wahnsinnig. Und hast du einmal erzählt, wie oft du da im Winter zum Skifahren kommst oder zählst du gar nicht mehr mit? Ich zähle schon mit. Einmal habe ich 164 Tage Ski gefahren und 186 Tage Radl gefahren im einem Jahr. Wahnsinnig. Also da kann sie unsere Sportjugend einmal ein großes Beispiel bei dir nehmen. Und jetzt, wenn es nachher zusperren, dann gehst du gleich über, wenn die Bergbahn zusperrt, dann gehst du gleich über zum Radlfahren. Das Radl steht schon bereit. Was sind denn da so deine schwierigsten Touren, was du im Sommer machst? Mein Radl? Ja. Ja, mein Gott, das ist einmal auf den Bengelstein. Nachher auf fürs Hauen. Aber über die Pfützenscharte um mir sind Krimme. Das sind die Krimmler Wasserfälle. Nicht? Oder noch eine nach Fieberbrunn und um mich ein Saalbach. Über Spielberg hoch, um mir Saalbach, nach Zell am See, Mittersil, Pasturn wieder heim. Alois, du bist der Wahnsinn. Das heißt, du kennst also unsere Berg- und Naturwelt ja wirklich in- und auswendig. Im Winter Skigebiet Kitzbühel, jede Piste, jeden Lift und im Sommer durchs Radlfahren. Durchs Radlfahren, genau. Und im Winter, also jetzt nicht mehr, aber früher sind wir alle, da habe ich zwei Kollegen, da sind wir alle bis 30. Juni Ski gefahren. Und da waren wir nachher alle an Dauern drüben. Ja. Und der letzte war meistens der Venediger. Am 30. Juni und so war meistens der Venediger zum Abschluss. Das heißt, da bist du mit den Tourenski an Venedig aufgegangen? Ja, Venediger, Glockner. Also von Glockner bis zum Venediger jeden Gipfel haben wir gemacht. Also du begeisterst und beeindruckst mich wirklich enorm. Und heuer, jetzt nochmal zurück zur Skisaison Kitzbühel, dank der Bergbahn und die tollen Pisten, haben wir ja schon sehr früh zu Skifahren begonnen. Wann warst denn du in der heurigen Skisaison zum ersten Mal Skifahren? Ich war am 25. Oktober, meine ich. Das ist der Rest der Höhe. Da ist der Rest der Höhe aufgegangen. Nein, da sind wir noch zu Fuß auf. Ja. Und vor 3 Jahren, da hat es am 15. Oktober geschnieben. Und nachher bin ich von 17. Oktober bis 27. wo wir mit der Honigkampagne aufgefahren, um den Starnberg hoch, auf zum Waldelift und die Straße vorher bis zu der Durchstation. Und ich da bis zum 27. Oktober fahren können. Wahnsinnig. Und wenn du jetzt da so fährst, du hast mir erzählt, du gehst jeden Tag in der Früh, so bis zum Mittag ungefähr. Was fährst du am liebsten, Lois? Ja, jetzt ist mal die Rest. Patsche wieder ist die Rest. Weil da die Sessel nicht nass und schneeig sind. Und wenn es schlecht Wetter ist, bin ich da drin. Ja. Weil da haben wir einen Koppen drüber oder die Seilbahn. Da ist ja jeder Tag ausgenutzt. Das Echo schallt, das Echo schallt, hoch überm Wald, hoch überm Wald. Oh komm doch bald, oh komm doch bald, zum heimlich süßen Aufenthalt. Am Waldesrand, sich bald ein Herz zum anderen band, das macht die Waldhorn weise. Das erste Mal mit dabei beim Pensionisten-Skitag, die Agnes und die Waltraud. Ihr seid ja wirklich adrette, fesche, rüstige Jungpensionistinnen. Wie gefällt euch der Skitag? Ja, der ist wunderbar heute, ich bin ganz überrascht, muss ich sagen. Und ich freue mich wirklich, dass ich da dabei sein kann heute. Ihr habt ja ganz eine nette Gruppe, mein Hirsleitner. Passt so das Tempo, wie er fährt und wie er vorfährt? Also ich bin begeistert, weil er einfach ein traumhafter Skilehrer ist für uns. Es ist ja toll, wenn man mal jemanden so wirklich guten Skifahrer nachfahren kann und dazu einfach noch sehr viel Spaß hat. Ja,
Weil wir sind ja kein Skilehrer eigentlich gewesen. Wir haben so ein Skifahren gelernt, muss ich sagen. Und das ist einmal was anderes und dann müssen wir uns auch ein bisschen zusammenreißen. Geht es so stark wie Skifahren? Ja, wenn das Wetter schön ist, gehen wir eigentlich jeden Tag. Super, und der Hirs hat ja gesagt, jetzt fahren wir da noch ein paar Mal an Hochsaukaser und dann fahren wir vielleicht wieder um zur Fleck. Und dann gibt es ja noch ein gemeinsames Mittagessen. Ja, das ist ja sehr nett, auch von der Gemeinde, glaube ich, hat das spendiert. Und da möchten wir uns wirklich sehr herzlich bedanken dafür. Und ich glaube, wir haben uns auch den besten Skilehrer ausgesagt, das muss ich schon sagen. Und der beste Skilehrer hat sich die besten Skifahrer und Skifahrerinnen verdient. Jetzt haben wir eine weitere Skigruppe eingeholt, und zwar Fritz, du führst auch ganz eine flotte Skigruppe an. Bei dir ist die Uschi dabei, die Leutl Renate, der Hohlreder Hans, der Schreder Ernst. Und ihr seid auch schon viel gefahren heute. Wir sind sehr viel gefahren und vor allem die Damen waren sehr elegant und sind immer hinten nach. Also man braucht überhaupt nicht warten. Ich kann mein Tempo fahren und wir fahren da ein bisschen still, mal kurz schwingen, mal weite schwingen, dass alle Freude haben. Eine Freude muss man ja heute einfach haben bei dem herrlichen Wetter. Du führst die Gruppe an als super Skifahrer. Du bist ja sehr, sehr viel auf der Piste, gell Fritz? Ich fahre, wenn es geht, täglich Ski ein paar Stunden. Das ist für mich mein Sport im Winter, weil eine Bewegung braucht man. Das Blut muss zirkulieren. Was hast jetzt du noch geplant, wo du mit deiner Gruppe heute noch hinfährst, Fritz? Ich fahre am Bengelstein noch ganz oben und dann tun wir ganz kurz zurückkehren. Und später über den Jufen geht es Richtung Embach-Hechgebiet. Fritz hat mir schon erzählt, mit der Greti und mit der Uschi hat er nicht nur zwei charmante Damen in der Gruppe, sondern auch äußerst gute Skifahrerinnen. Habt ihr einen schönen Tag heute, Greti? Ja, wunderbar. Also Sonne, einen guten Schnee, was will man noch mehr? Es macht ja auch sehr viel Spaß, Uschi, oder mit so einem tollen Skilehrer mal zu fahren. Ja eben, das ist ja. Der Hofer Fritz ist ein super Skilehrer. Ganz rasant und ganz toll. Aber ihr seid so eine nette Gruppe, man sieht ja, das macht euch heute richtig Spaß. Ja, heute sind wir nur vier mit dem Fritz Fünfe und das passt für uns wunderbar. Und wir nehmen da ja unseren Fritz. Nett, das heißt, ihr seid schon, euer Team ist schon eingeschworen. Ja, eingeschleifte Skigruppen. Eingeschleifte, eingeschworene Skigruppe. Und jetzt macht es eine kleine Pause, es macht jetzt einen kleinen Einkehrschwung. Ja, der Fritz hat gesagt, er möchte gerne auf den Schnapsel gehen, ein bisschen stärken. Und wir möchten ihn auch gerne einladen für Schnapsen. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn er am Schnaps einmal sterben. Das heißt, ich habe euch jetzt erwischt, ich darf zweimal zugehören. Wir dann zweimal zurückkehren, einmal ganz kurz und dann eine richtig Mittagspause. Mich freut es, dass wir ihn getroffen haben, weil wir schauen auch ganz gerne Junge an. Wir sind nicht mehr drin. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, 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 bevor er geht, 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 dabei wär's gesünder. Er ging nach Haus, jedoch ins Bett, 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 doch geht er nicht, nicht, nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. Und die Gemeinde zahlt das Mittagessen und der Tourismusverband habe ich halt gefragt und haben wir auch sofort zugestimmt. Und so hat sich halt das entwickelt und für mich und für den Hirs sehr erfreulich. Das ist ja wahnsinnig nett, wenn man auch beobachtet, wenn die ganzen Pensionistinnen und Pensionisten kommen, die tanzen sie alle gleich automatisch in Gruppen zusammen, die kennen sie alle schon, die freuen sie alle schon sehr lang und das funktioniert eigentlich sehr locker und sportlich. Das geht also reibungslos, jeder kommt und jeder hat eigentlich eine Freude, dass er wieder mal einen sieht, weil man sieht sie ja monatelang oft nicht und das sollte auch ein bisschen dazu beitragen für die Gesellschaft und mittags haben wir
Der Leo ist aber bei uns. Er ist zwar ein Kirchdorfer, aber er tut ja in Kitzbühel viel musizieren und er ist auch einer meiner besten Freunde. Und da tut er ein bisschen spielen und das gehört ja dazu, weil Skifahren alleine ist nicht so wichtig. Das Gesellschaftliche ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und so ist es halt zustande gekommen. Die alten Breich und das Wort liegt auf Breich nicht ankommen zum 8. Mal. Der Skitag heuer und da gibt natürlich mein besonderer Dank, eigentlich die Idee gehabt haben, der Ernst, der Hirs, unsere Skilegenden, der Fritz, das entstanden ist und sagt, wir konnten auch einmal im Jahr Skifahren gehen, wo man narrisch viel Skifahren und weniger die Hittner sind und viel Tant. Und das ist mir bis heute gelungen. Wir haben jetzt sogar ab nächstes Jahr haben wir dann auch eine Fußgehertruppe dabei, die werden Olympiasieger dann selbst anführen. Da habe ich dann von meinem Hansi schon einen zweiten Führer da. Also für die nur von einer hinten zur anderen gehen, auf den kürzesten Weg, das übernimmt dann der Olympiasieger persönlich. Damit man einfach so nicht mehr Skitag, sondern einfach unter freiem Himmel ins Bewegen. Und du das am Berg. Weil ich schon gesagt habe, der Leo ist jetzt zum ersten Mal schwitzen gekommen, weil er sich jetzt einmal bewegen hat müssen beim Musik spielen. Gell? Aber das ist ja sehr nett und dass es gemütlich sein soll, das haben uns ja auch schon die anderen Gruppen heute bewiesen. Die haben einen Spaß, die haben einen Gaudi, die lachen. Die eine Gruppe ist schon mal dazwischen eingekehrt und ich glaube, das ist auch euer Ziel, gell? Ja, das ist aber das Wichtigste und da sind auch meine zwei Buben, also der Ernste und der Guido, sind auch da Gruppenführer. Und die haben schon eine Platz, wo sie vormittags einen Schnaps einpacken und dann geht es wieder weiter. Für mich ist das so eine große Freude, dass der Graswander-Peppi auch noch dabei ist. Der ist jetzt, geht jetzt zum 92. Und den ganzen Tag, jetzt ist es 12 Uhr. Der Peppi ist noch nicht da, um 12:30 kommt er auf der Herr. Es sind überall gefahren, Pendelstau und Hochsackhaus und überall kommen sie. Und das ist das Schöne. Und da muss man schon sagen, gell? Also von langsam oder von schlecht fahren ist da weit und breit keine Rede nicht. Die geben teilweise ordentlich Gas. Ja, die geben schon Gas. Also da kommt natürlich der interne Konkurrenzkampf ein bisschen dazu und das ist schön. Nicht? Und wie gesagt, hat gut eingeschlagen und ich hoffe, dass wir das beibehalten können, wenn ich einmal nicht mehr bin, nachher, dass ich das auch, weil das ist für einen Ort wie Kitzbühel meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Es ist ganz wichtig, wenn 70 Kitzbühler auf einmal auf der Piste sind, einen kleinen Wermutstropfen hat der heutige Skitag natürlich schon. Es ist nicht das Wetter, das ist perfekt, die Pisten sind auch perfekt, nur du hast deine Ski halt leider nicht mit. Du hast sie nicht vergessen, sondern du kannst ja jetzt heute nicht Skifahren gehen. Vor 2 Jahren habe ich es vergessen, da haben sie mich natürlich unheimlich liegen gehabt, aber ich habe mir ein bisschen einen Meniskus verhaut und jetzt habe ich heute leider nicht dabei sein können. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder so weit bin und dass ich wieder eine Gruppe übernehmen kann. Aber du lässt ja den gesellschaftlichen Teil auch nicht entgehen. Da warten die Leute schon auf dich. Du hast nämlich eine tragende Rolle gehabt. Du hast die Zugin vom Leo mit aufnehmen müssen. Das ist richtig, ja. Das habe ich vor 2 Jahren auch schon durch. Und dort habe ich meine Ski und vergessen, aber dafür habe ich die Zugin mitgehabt. Und so. Aber heute ist der Leo da und wir werden jetzt nachher noch ein paar singen und ein paar spielen.